Ja, Baschief schreien. Lol. Und schon wieder habe ich verpasst, dass ich ein paar abbilden soll. Dammit. Mach einfach die Chica-Schell rauf. Meine Fresse. Wirklich, dann sage ich euch, die One-Hitten. Auf jeden Fall. Da bist du instant tot, wenn so ein Vieh dich trifft. Und nur, du musst auch bedenken, später können die auch noch laufen. Die können sich ja nicht bewegen. Auch später kommen noch die Viecher, die sich noch mit diesen Beinen, riesen Beinen da bewegen können. Das wird richtig krass. Alter. Ja, dieses Spiel sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yabashif. Im Namen der Göttin Haya sollst du geprüft werden. Zerstörungskraft. Okay. Kriegen wir wieder so ein... Sieht aus wie so ein Upgrade. Schauen wir, welche Fähigkeit es diesmal ist. Und die Hand bewegt sich immer noch an meinem Rücken. Hm, ihr seht richtig. Chica-Schell erkannt. Ja, brauchen wir nicht vorlesen. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und diesmal. Oh, sogar zweimal. Bombenmodul. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosionen fügen Feinden Schaden zu und zerstören Objekte. Ihr verwendet je nach Bedarf runde oder eckige Bomben. Das ist neu. Die runden Bomben hatten wir zwar schon immer, aber die eckigen, das ist neu. Und ich glaube, die kann man sogar endlos verwenden, soweit ich weiß. Gibt es sogar in diesem Spiel endlos Bomben. Ja, doch. Man braucht einfach nur hier. Genau. Man sollte aber auf jeden Fall aufpassen mit den Dingern. Die sind ziemlich stark. Ganz großen Abstand nehmen, auf jeden Fall ganz, ganz großen Abstand nehmen. Kann man so. Also kann man wechseln, so hier. Stimmt, so hier. Ich aktiviere mal kurz die hier. Ah, hier zum Beispiel, ja genau. Hier beispielsweise. So. Immer schon Abstand nehmen. Und hier haben wir Reisezweihänder. Sehr beliebt bei Abenteurern aus der ganz Hyrule. Mit dieser schweren Waffe kann man Monster ihre Schilde aus der Hand schlagen. Macht 10 Damage. Und ich darf es nicht mitnehmen. Ist das nicht geil? Ach. Komm, mach es mit diesem Scheiß hier weg. Der macht auch nur 2 Damage. Komm. Weg. Weg damit. Ich gebe jetzt das Stück her hier. Aber wow, wirklich echt, ey, wie klein auch die Tasche ist. Das ist so assi. Das war knapp. Das ist schon beim nächsten Mal etwas mehr Abstand halten. Ich hab's auch keinen Schaden genommen, aber ja. Trotzdem. Da mal da hoch. Ja, hier ist Leiter. So. Nice. Weiter. Oh, da drüben ist ja auch schon wieder das Ziel, Alter. Als ob. Als ob es hier schon wieder so schnell vorbei ist. Oh, Truhe. Lass mich mal rüberschießen da. Hui. Nice. Hier haben wir folgendes drin.
Ein Bärenstein. Cool. Offensichtlich so eine Art seltenes Relikt. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich selten ist, aber... Ja. War jetzt eigentlich nicht so schwer zu kriegen. Und daher weiß ich nicht, ob das selten ist oder nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ah, stimmt, apropos diese Kugel. Ich glaube, die soll einen auf die Idee bringen, ne? Ja, doch. Soll auf jeden Fall auf die Idee bringen. Dass man sich darüber schießen kann. So, hier brauchen wir die runde Kugel. Die runde Bombe. Ablegen. Genau. So, warten. So, und dann wird die darüber geschossen. Und dann R drücken. L meine ich. Ich stehe gerade unten. L zum Zünden. So. Sonst sind sie ja nicht mehr, oder was? Wie es aussieht, nein. Wir haben den zweiten Schrein somit abgeschlossen. Nö, ist tatsächlich nichts mehr. Naja. Hi. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel ist der auserwählte Held. Hey, sagt ihr genau das Gleiche? Tatsache. Sagt genau das Gleiche. Bruh. Gibt uns wieder ein Zeichen der Bewährung. Danke. Mal zwei Stück. Herzen wieder aufgefüllt. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Haya dir beistehen. Das war jetzt aber ein anderer Text. Ne? Ja doch, das war aber ein anderer Text. Ich glaube, später mal sagen die noch das Gleiche. Schade, aber ja, okay. Ich sehe gerade, mein View Gamepad ist gerade leer und da macht es mich im Übrigen auch neugierig, ob man das auch mit dem Pro-Controller spielen kann. Einfach nur mit dem Pro-Controller. Könntest du mal Ausprobieren testen, weil dann nicht das Gamepad... Ja, geht. Steuerung mit dem View Pro Controller. Stand sogar da oben da. Ja, aber doch, dann würde ich es eigentlich mit dem Pro Controller eher spielen, als mit dem View Gamepad. Weil mein Gamepad ist, wie gesagt, da haben wir jetzt ein bisschen auf die Idee gebracht, weil das Gamepad gerade leer ist. Das ist nur mein Gamepad-Ladekabel. Das ist es nicht. Macht gleich weiter, Leute. Das ist es, das? Ja, das ist es. Gut, stellen wir hier Gamepad mal kurz hier hin so. Dann springen wir mit dem Pro-Controller. Der ist halt auch geil. Der von dem Nintendo Switch, der soll zwar noch geiler sein. Werde ich den auch sehen. Den werde ich mir auch auf jeden Fall auch noch holen. Zwar nicht gleich zur Nintendo Switch dazu. Echt schade, aber ich werde dann wohl erstmal mit diesem Grip-Controller da mit den. Oder ich glaube, ich werde es sogar insgesamt nur mit den losen hier. Hier mit den losen hier na scheiße, mit der Runden geht nicht. Mit den losen hier Joy-Cons spielen. Geht ja auch. Einfach nur die in der Hand nehmen und diese Gelenkschlaufen daran machen, die man da dazu kriegt. Ja, müsste gehen. F zurückgestellt. So. Hier die hier. Bleibt dann an Ort und Stelle liegen. Abstand nehmen. So. So kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. War doch irgendwo einer am Leben. Der da. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Wundert mich irgendwie ein bisschen, dass er mich die ganze... Oh, hier kann er mich auch noch angreifen. Gut, ich hau ja ab. Ey! Als ob er mich von hier an angreifen kann, ey. Das gibt ja gar nicht, geht ja gar nicht hier, mein Freund. Nervensäge. Ey, sag mal! Jetzt ist doch mal gut hier. Als ob er mich von da hinten angreifen kann. Mhm. Ist nicht wahr, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Na gut.
Ja, sollen wir jetzt da oben gehen oder gehen wir zum Roten? Nein, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum. Oh! Aber keinen Fallschaden genommen. Ich habe keinen Fallschaden genommen. Wie geil. Das bin ich eigentlich für ein Lacker. Ich hätte dem Spiel zutrauen können, dass man hier jetzt, dass ich jetzt hier Fallschaden bekommen hätte. Aber nö, alles safe. Alles super. Bin ich auch wirklich happy, dass mir nichts passiert ist. Zitadelle der Zeit. Ja. Schön. Also kurz. Pace und Stopp. Hier auch die ganzen Roboter hier rumstehen, ey. Das sind Wächter. Name steht ja fest. Warum die ganze Zeit Roboter nennen? Wächter sind es ja. Hab zwar keine Ahnung, woher die kommen. Hab halt, wie gesagt, mich halt nicht so wenig wie möglich über die Story erfahren. Also hab mich so wenig wie gut es geht spoilern. Oder so gut es geht hier nicht spoilern lassen. Und apropos, ich merke jetzt gerade erst, dass hier eine Truhe ist. LOL. Und wir gingen eine ganze Hühnerhose. Geil. Super. Super, dass ich es auch so früh merke. Dass hier einfach meine Hühnerhose rumgammelt. Super. Naja, Hauptsache haben sie jetzt. Und haben jetzt zwei mehr Verteidigung. Finde ich cool. Ich renne die ganze Zeit in die falsche Richtung. Da müssen wir. Oh ne, wie gesagt, wir müssen noch bedenken. Ich will mich hier auch noch umsehen. Bisschen was vom Spiel sehen wollen wir. Oh, apropos, warum raucht es da im Übrigen? Ach, da ist ein Feuer. Wahrscheinlich ein Lager von wieder von Biestern. Von den Bockblins. Kaum ist überfallen wir jetzt. Oh. Das ist ein Wildschwein. Wie es mich anschaut. Lol. Bogen. Nee, nicht. Bin ich eigentlich blöd? Na super, jetzt ist mir entwischt. Mann, da bekommt man geiles Fleisch von den Viechern. Mann, damn it. Na, wie gesagt, mit dem Umgang mit dem Boden muss ich noch ein bisschen üben. Kann ich die Taube killen? Ja, kann ich. Oh, richtig geil. Chicken hier. Nein, ist ja gar kein Chicken, aber Geflügel, genau. Oh, richtig geil. Schöne Keule hier. Kann man schön braten. Oh, lol. Und als ob hier richtig geiles Stuff rumliegt hier. Lol. Eine Fackel. Wie geil. Und alles kann ich nicht mitnehmen. Wie geil. Wow. Wegwerfen. Scheiß drauf, hier den Reisebogen nehme ich mit und die Fackel. Dafür schmeiße ich. Boah, wir haben auch immer so viel wenig Platz. Raum, schmeiß die dämliche Hand hier weg. Komm. So, riss ich das hier aus. Und nehme dafür die Fackel mit. So. Ich glaube, wir können hier sogar was braten, ne? Warte, dann nehme ich mir die mal kurz. Ja. Ja, Tatsache. Jetzt können wir was braten, ne? Warte mal. Ah. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, wir müssen es doch einfach nur in die Hand nehmen, ne? Ich glaube, dann können wir daraus was machen. In die Hand nehmen.
Warte mal, mit was können wir das am weitest verbreitete Pilz wechseln in der Nähe von Bäumen? Füllt mal im Verzehrherzen auf. Mit Schleim. Mal schauen, ob daraus was wird. Man kann auch hier Müll bekommen, wenn man hier nur Müll macht. Dann kann auch eine Scheiße draus kommen. Kochen. Na, siehst du, das ist es auch gleich. Dubiose Matsche, scheiße. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für zartbeseitete. Zahnbeseitete, glaub. Na, scheiß drauf. Na, machen wir einfach mal einen Pilz. Komm, jetzt kommen wir mit Nier mal nichts. Wir machen einfach nur einen Pilz in die Hand nehmen. So. Kochen. Müsste eigentlich irgendwas ein Pilziges rauskommen. Pilzspieß. Ja, ist doch geil. In diesem simplen Gericht lenken nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben ist das Auge mit. Ja, nice. Haben wir doch mal das heilt jetzt auch ein ganzes Herz. Und wir haben ja gleich den nächsten. Alter, ist das nice. Oh, Bogen. Holz. Also Bogen. Holzpfeile. Alter, ist das hier geil, was wir ja alles finden. Dieses Spiel ist einfach nur geil, wirklich, Leute. Das kann man nichts gegen sagen. Das Spiel ist einfach nur richtig, richtig geil. Komm, wir machen es nochmal Chicken, komm. Kacke, Kacke, Kacke. Wo ist denn das Wildschwein überhaupt drin gerannt? Wenn es ein. Ja, doch, ein Wildschwein. Wo ist denn das denn gerannt? Würde ja gerne noch was finden, aber ich finde hier nicht irgendwie Tiere oder so. Doch, da! Oh, easy. Nein! Dreck. Ja, hab ihn. Oh, was sind das hier? Wild. Fleisch von Tieren im Wald. Fällt und Chlor. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Ach, dieses Wild, was sie da. LOL! Wo kommt der Typ jetzt her? Wo kommst du denn her? Oh, so sieht man sich wieder. Was machst du da? Wie bist du hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Mir tut langsam der Rücken weh. Ja. Ist das dein Ernst? Für mich ist heute die Jagd beendet. Ja, für mich aber nicht. Ich will mir noch mal gönnen. Ja, scheiß drauf. Ich brate mir erstmal mein ganzes Stuff hier, komm. Nicht überspringen, Ben. So, komm. Ja, hier, dann müssen wir doch eigentlich das hier rausbekommen, ne? Grillwild. Da müssen wir eigentlich das hier rausbekommen, doch. Studiose Matsche. Komm, das hier in die Hand nehmen. Rein damit. Das bratet man zwar eigentlich eher, aber ja. Okay. Fleischspieß. Boah, zwei Herzen macht das Ding voll. Das andere war nur eineinhalb, ne? Das wir da geklaut haben bei den Goblins. Bockblins. Und das macht sogar zwei voll. Richtig geil. Finde ich richtig nice. Ich würde sagen, ja doch, komm. Hier an diesem schönen Lagerfeuerchen beenden wir den Part. Ja, ein bisschen Gesellschaft. Keine Ahnung, wie der Typ hierher gekommen ist. Aber ja. Haben wir ein bisschen Gesellschaft hier. Ja. Setz ja auch ruhig hin. Ich würde mich ja gern zu dir setzen, aber es geht irgendwie nicht. Oder geht es? Tatsache! Lol! So, hier. So beenden wir den Part. Wir genießen gerade schönes Lagerfeuer. Und ja, würde ich sagen, im nächsten Mal geht's weiter hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Richtig geil. Richtig, richtig geiles Spiel. Freue mich übelst auf den nächsten Part. Hoffe ihr auch. Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat. Und im nächsten Part geht's weiter hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao.